Halleluja. Gott möchte, dass wir meditieren, nicht, dass wir ihnen Freude tun, aber Meditation ist ein Riesenvorteil für uns. Kommt mit mir in Johannes 15, Vers 7. Johannes Kapitel 15, im Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, ist eine Bedingung. Wenn ihr in mir bleibt, das bedeutet, man kann nicht in ihm bleiben. Und meine Worte in euch bleiben. Wow. Wow. Meine Worte in euch bleiben. Was passiert dann? So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteilt werden. Wow. Wunderbar. Und das hat ein Ergebnis. Was ist das Ergebnis? Ein anderer Teil, warum Gott Sache tut, ist Jesus, aber ist seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit. Und Gott hat zu mir gesprochen mal, es war vor lange Jahre, 25 Jahre glaube ich, ich bin mal gesessen und habe ein Seminar gemacht und Gott hat mir gesagt, du wirst meine Herrlichkeit sehen, aber taste sie nie an. Oh oh, es ist kein Spiel, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt. Es ist anders, wenn der Kabot von Gott kommt, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt. Dann ist so wie ein Gewicht da. Ich habe ein paar Mal das erlebt, wo Gott richtig gekommen ist, alle Leute waren auf dem Boden. Die im Tempel wollten sie Gott dienen, alle waren auf dem Boden. Ne? Und ich habe das erlebt. Der Geist Gottes ist so gekommen, ein Prophet ist gekommen, hat prophezeit, hat gesagt, seit 2 Jahren habe ich diese Prophetie, Gott erlaubt mir jetzt das auszusprechen. Hat er das gesagt, war alle auf dem Boden. Der Geist Gottes hat uns gepackt, wir haben geweint und gebetet für Gemeinde und so weiter und so weiter. Und warum? Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht und meine Jünger werdet. Wow. Gott möchte, dass wir Frucht tragen, aber dafür, dass wir seine Jünger sind. Wenn unsere Gedanken im Einklang kommen mit dem Gedanken Gottes, das Unmögliche wird möglich. Ich wiederhole das. Wenn unsere Gedanken im Einklang kommen mit dem Gedanken des Wort Gottes, das Unmögliche wird möglich. Alles ist möglich für den, wie glaubt. Amen. Und alles auf Griechisch bedeutet alles. Halleluja. Man kann Gott das Unmögliche verlangen und er wird es möglich machen. Aber Meditation bedeutet, also Gott möchte, dass wir Erfolg haben und dass wir alles, was Gott geschaffen hat, hat er geschaffen, damit es wächst und sich multipliziert, alles. Und das Erste, was Gott gemacht hat, er hat den Mensch gesegnet. Und wir sind gesegnet mit allen Segnungen. Und Gott möchte, dass wir Wachstum haben und dass wir Multiplikation haben. Das ist das Ziel und das ist der Wille von Gott. Das ist die Natur Gottes. Und manchmal denkt man, ja, warum passiert es nicht in meinem Leben? Und wenn es nicht ist in deinem Leben, können wir einfach Gott fragen, warum ist das nicht? Und Gott wird uns zeigen, wo die Hindernisse sind. Und ich habe gemerkt, oft der Hindernis bin ich selbst. Der Hindernis für meinen Erfolg bin ich selbst. Meine Gewohnheit, meine Tradition, meine Bequemlichkeit. Ich will bequem haben, ja. Kennt ihr das? Da ist der Hauptgeneral von den Männern. Bequemlichkeit. Adam wollte es bequem haben. Er wollte nicht die Verantwortung, wie ihn Gott gegeben hat, nehmen. Und dann ist Chaos gekommen. Gott möchte, dass wir Verantwortung nehmen, wo er uns Verantwortung gibt. Weil da, wo wir Verantwortung haben, haben wir Einfluss. Und wir haben Einfluss, weil uns Gott Einfluss gegeben hat und Gott hat uns Autorität gegeben. Wenn wir die Autorität nicht benutzen, im Geistlichen gibt es kein Vakuum. Oder Feind oder Gott. Ich bin gerade am Überlegen, ich bin ein Buch am Schreiben momentan. Und da hat mir Gott eine Offenbarung gegeben. Gott sei Dank, ich schreibe es immer auf. Seht ihr? Ja, okay, ganz kurz, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber am Anfang, wenn Gott alles geschaffen hat, war ein Wille. Und alles war in Einklang mit diesem Wille. Aber dann ist der Teufel gekommen und dann war der zweite Wille. Und da hat es Chaos gegeben. Und deswegen, Gott möchte, dass wir unsere Wille mit seinem Wille im Einklang bringen. Aber um sein Wille zu erkennen, brauchen wir sein Wort.
und dann haben wir Gedanken durch sein Wort und dann erkennen wir sein Wille. Und Paulus sagt, seid nicht unwissend, dass ihr nicht sein Wille kennt. Gott möchte, dass wir sein Wille kennen. Warum? Weil er möchte, dass wir sein Wille tun. Wenn wir sein Wille nicht kennen, können wir sein Wille nicht tun. Logo, oder? Deswegen will Gott, dass wir sein Wille wie im Himmel, so auf Erde, damit wir den Himmel auf der Erde bringen können. Und das geschieht durch Meditation. Und das bedeutet Zeit, Investition, Geduld und Ausharren. Ausharren. Was uns wichtig ist, da ist unser Herz. Wo unser Herz ist, das ist uns wichtig. Zum Beispiel, ich liebe es zu lesen. Ich liebe es. Und ich kann nicht verstehen, dass ihr nicht meine Bücher holt. Nee, ich habe ganz viele Bücher. Ich habe Bibliothek, französische Nationalbibliothek bei mir von Büchern. Bücher und sind organisiert. Prophetische, Finanzen, dies. Warum? Es gibt zwei Arten zu lernen. Durch Schwierigkeiten und Probleme oder durch Leute, wie der Weg vor dir gegangen sind. Und ich lerne durch Bücher, sind meine Mentoren zum Teil, ja, weil die Leute haben Offenbarung, ich habe nicht alle Offenbarung, ich brauche die Offenbarung von anderen. Und das hilft mir. Wow, ich lese ein Buch. Manche Bücher, ich hab manche Bücher gekauft, ich habe sie auf die Seite gestellt, nicht gelesen, 2 Jahre. 2 Jahre später gehe ich am Buch vorbei und irgendwo empfinde ich, wow, ich muss das Buch lesen. Und ist genau in meinem Bereich, ist genau in meinem Ding. Boah, ja, mehrere Nicker im Kopf. Ja, ihr erlebt das auch. Sehr gut. Und Bücher sind total wichtig. Warum sind Bücher wichtig? Gott hat uns ein Buch gegeben. Gott hat uns ein Buch gelassen. Deswegen sind Bücher wichtig. Und in der jüdischen Kultur, ist ganz wichtig, wie sagt man das? Gerade Augenblick. L'éducation. Genau, Bildung ist ganz wichtig. Und es ist wichtig zu lesen. Ich lese viel. Ich lese Leute, wie Erfolg habe, warum dass sie Erfolg habe, Leute, wie Gott gebraucht hat, warum hat sie Gott gebraucht und so weiter und so weiter. Und ich will lernen von diesen Leuten. Jedes Jahr gehe ich auf ein Seminar, 1 oder 2 Wochen, nicht um zu lehren, einfach da zu sitzen an den Füßen von Leuten, um von diesen Leuten zu ziehen und von diesen Leuten zu lernen. Weil da kann man wachsen. Und alles, was ich manchmal gestern Abend habt ihr gesehen, ich habe gelehrt ohne Note, ohne nichts. Ja, wieso habe ich so viel Bibelvers? Wieso habe ich so viel Sachen sind rausgekommen? Ja, irgendwo sind sie reingekommen, dass sie rauskommen können. Und das bedeutet Zeit, es bedeutet Investition, es bedeutet, aber ich liebe das. Amen, ich liebe das. Du gibst mir ein Buch und schließt mich ein in einem Hotel und bringst mir gutes Essen, bin ich zufrieden. Ich bin Franzose. Meditieren. Okay, es gibt, warum die Gemeinde manchmal nicht darüber spricht, über Meditation, weil die Welt gebraucht auch diese Worte und fernöstliche Meditation, ja. Und was ist der Unterschied zwischen fernöstlicher Meditation und christlicher Meditation? Ganz einfach. Fernöstliche Meditation, sie machen sich leer. Und wir machen uns voll. Halleluja. Wir machen uns voll mit dem Wort Gottes. Sie machen sich leer. Mantra und was weiß ich alles. Und meditieren, diese Form von Meditation ist ostasiatisch, von seiner Persönlichkeit wegzugehen von der Welt und in Beziehung zu sein mit dem Kosmos. Und das Ziel ist, total getrennt zu sein. Aber das ist nicht biblisch. Es ist eine Flucht von der Realität. Okay? Ist ganz wichtig. Es gibt Realität und Wahrheit. Manchmal leben wir in der Realität, aber die Wahrheit ist anders. Und deswegen ist es wichtig, mit der Meditation, hat man gesehen, ist auch die Wahrheit auszusprechen, die Realität zu verändern mit der Wahrheit. Die Realität, gestern habt ihr gesehen, zum Beispiel, was weiß ich, war Heilung gestern Abend, ja? Ein paar Leute sind geheilt worden. Wie ist das passiert? Wort der Erkenntnis, die Person ist krank, der Wort der Wahrheit kommt und er verändert die Realität. Die Wahrheit ist stärker
als die Realität. Warum? Sehr gute Frage. Das griechische Wort für Wahrheit ist Aletheia. Aletheia. Und das Wort bedeutet die Wahrheit, die am Ursprung war. Die Wahrheit, wie von Gott kommt. Es gibt nur eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist eine Person. Jesus. Weil manchmal spreche ich mit Leuten und ganz stark, ich merke, Humanismus ist ganz stark da. Ja, das ist die Wahrheit für dich, aber nicht für mich. Kein Thema mit, ihr wisst ja, diese Themen mit dem Pfarrer in Bremen und so weiter, ja, wo man darüber spricht, man darf fast nichts mehr sagen, aber ich werde trotzdem das Wort Gottes predigen, aber man muss weise sein. Gott liebt die Homosexuelle, aber er hasst die Sünde. Und wenn die Leute sagen, ja, aber wenn zwei, ich war mal in einem Café und habe Kaffee getrunken in eine Kneipe, und ich spreche mit dem Mann von der Besitzer und sagt, was machen Sie beruflich? Ich sage, ja, ich bin Pastor. Aha. Was meinen Sie über Homosexualität? Ja, was? Ich sage, ja, die Bibel sagt, dass Gott dagegen ist. Gott ist nicht dafür, Gott ist dagegen. Sagt er, ja, aber das ist nicht normal und dies und zähl und jens. Und manchmal habe ich Marie Sarah, wie ein bisschen verrückt sind. Aber es war gut. Ist er da, sagt, ja, ist nicht normal, wenn zwei Männer sich lieben und dies und so. Ich sage, ja, du hast recht, mein Schatz, gib mir einen Kuss. Und geh so auf ihn zu. Er ist zurückgegangen. Ah! Er sagt, sehen Sie, da ist eine normale Reaktion. Gott sei Dank hat er mich nicht geküsst. Oder Leute sagen, ja, das ist so. Sage ich, okay. Es ist eine gute Sache, dass ich das sage, wenn das gut ist für Sie und für den anderen nicht und so weiter. Jetzt, was gut ist für mich, ist, dass ich Ihnen meine Rechte voll auf die Backe hau. Das wäre jetzt gut für mich. Schau dir mich an. Oder es wäre gut jetzt für mich, dass ich mit kleinen Kindern von 5 und 6 Jahren schlafe. Das wäre was ganz Tolles für mich. Dann machen die Leute gehen die Augen auf einmal auf. Sag ich, sehen Sie? Das ist eure Denkweise. Und ist Humanismus und ist ganz stark. In Europa ist ganz stark der Humanismus. Ist wirklich eine starke Festung. Und deswegen brauchen wir die Wahrheit. Weil im Humanismus sagt man, ja, die Wahrheit ist relativ. Das war für damals. Oder jeder hat seine Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit. Gibt es Probleme? Es gibt nur eine Wahrheit, die Wahrheit Jesus. Fertig, Feierabend. Amen. Aber dann fangen die Leute an zu diskutieren. Und deswegen, wenn man das sagt, seht ihr, das ist jetzt für Sie eine Wahrheit, aber es gibt nur eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus. Und da müssen wir zurück. Biblische Meditation ist eine Trennung von was uns negativ beeinflusst. Und wir binden uns an dem Wort Gottes, Jesus. Und das wird unsere Denkweise ändern. Es wird uns Werte geben. Und es wird erlauben, dass das Ziel Gottes in unser Leben kommt, nämlich die Herrschaft Jesus, dass er der erste Platz hat. Amen. Dass Jesus der erste Platz hat. Da ist ja immer das Ziel von Gott. Meditation ist ganz wichtig. Und das Wort meditieren ist das Wort Aga auf Hebräisch. Und es bedeutet unter anderem Vorstellung. Vorstellung. Das bedeutet, wenn wir die Bibel lesen, können wir uns Sarah vorstellen. Der Herr ist mein Hirte. Stell dir vor, er ist dein Hirte. Was bedeutet das für dich? Er ist mein Hirte. Ich bin ein kleines Schaf. Er nimmt mich ganz nah an sein Herz. Ich bin ein kleines Schaf. Ich kann mich nicht verteidigen. Der Hirte ist da. Ich bin ein kleines Schaf. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Er führt mich auf grüne Auen. Steht ihr, man kann nachdenken und sich vorstellen. Besonders wenn man prophetisch ist. Die Vorstellungskraft ist eine ganz, ganz wichtige Gabe, wie uns Gott gegeben hat. Die Vorstellungskraft kommt vom Teufel. Sie kommt nicht vom Teufel, sie kommt von Gott. Ist eine Fähigkeit, die uns Gott gegeben hat. Aber Leute im Okkulte tun das manchmal missbrauchen, ja? Aber wir als Christen, wir sollten lernen, unsere Vorstellungskraft zu benutzen. Wenn wir uns vorstellen, stell mir vor, ich werde vor Tausende von Menschen predigen. Ich stell mir vor, einmal komme ich in den Himmel und es ist eine ganze Reihe von Menschen da. Ganze Reihe von Menschen.
Dann komme ich, danke, 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 dass sie das gepredigt hat. Danke, ich habe ein Video gesehen von Ihnen. Danke, dies, Zell. Das ist, du musst das vorstellen. Und das gibt mir Kraft, es gibt mir Motivation. Es macht mich vorangehen, trotz Umstände, trotz Schwierigkeiten, trotz alles, was der Feind tut. Weil meine Vorstellung, ich benutze meine Vorstellungskraft. Zum Beispiel, ich gebe euch kurz ein, das sind, ich gebe ganz viel Lehre in einen kleinen Satz. Zum Beispiel mit der Vorstellungskraft, um euch zu zeigen, dass das biblisch ist. Wenn Gott spricht zu Abraham, du wirst ein Nachkommen haben wie die Sterne. Schaut doch, boah, Sterne. Puh. Jedes Mal, wenn er in den Himmel schaut, nachts sind die ganzen Sterne. Kann sich was vorstellen, so viel Nachkommen und wie der Sand. Wow. Ein anderer ist Murmeln. Meditieren ist Murmeln. Und ihr seht ja, die Juden, die sprechen vor sich, die murmeln. Oder es ist Denken und Wiederdenken auf dasselbe Wort oder dasselbe Vers. Es ist eine, die Welt sagt, wenn du zu dir selbst sprichst, bist du verrückt. Ich möchte dir sagen, wenn du nicht zu dir selbst sprichst, bist du wirklich verrückt. Ich sprich zu mir selbst. Am Morgen, wenn ich aufstehe, oh, es wird ein wunderbarer Tag sein. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sind diese Gedanken in meinem Herzen, alles wird gut und so weiter. Nein, ich bin wie du. Manchmal stehe ich auf, oh Mist. Ich bin wieder Angriff vom Kopfkissengeist. Ich möchte weiter schlafen. Nein, was Fleisch möchte nur im Bett bleiben. Oh, das, oh, das und Zell und Jens. Und kommen auch so Gedanken. Und was muss ich machen? In Jesu Name. Halt der Schnabel, meine Seele. Meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht alle seine gute Taten. Ich fange an, mein eigener Prediger zu werden. Das ist auch, hat auch zu tun mit Meditation. Ich predige zu mir selbst. Ich bin nicht verrückt. Ich mache wie David. Meine Seele lobe den Herrn und vergiss nicht alle seine gute Taten. Er holt dich raus von einer, er heilt eine Krankheit und so weiter und so weiter. Und das ist ganz wichtig, dass wir zu uns selber sprechen. Wisst ihr, manche Christen manchmal, ich sehe manchmal Christen, die sind süchtig. Sind wie die Drogensüchtige. Sie brauchen Sonntag für Sonntag ihre Spritze. Sie kommen Sonntag in die Gemeinde. Oh, Pastor, geht's euch gut? Spritze. Oder Pastor gibt ihnen dann die Spritze. Und dann, oh, die Welt zu reißen. Montag, Dienstag kommen die schlechten Nachrichten. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Pastor. Gott möchte, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Sieg zu Sieg leben. Er möchte, dass wir abhängig sind von ihm. Und durch die Meditation von seinem Wort werden wir mehr als Überwinder sein. Amen. Amen. Wie lange? 5 Minuten? 10 Minuten? Ja. Bis um 6 heute Abend? Okay, kein Problem. Okay. Ich habe kein Problem. Ich kann reden ohne Ende. Ja, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, die Frauen reden viel, mehr als die Männer. Eine Frau, ein Wörterbuch, ein Mann, ein Wort. Aber ich habe gemerkt, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich glaube, ich rede mehr als meine Frau. Deswegen bin ich vielleicht Prediger. Okay. Ein paar Tipps, wie ihr praktisch meditieren könnt. Erstens, wenn wir murmeln, werden wir das wiederholen und dann sind wir nicht beeinflusst von was anderes. Unsere Gedanken, unsere Sprecher, wir sind beeinflusst von dem Wort Gottes. Wir haben einen Fokus auf das Wort Gottes. Also, erstens, wenn ihr die Bibel liest, liest die Bibel und wisst, dass es das Wort Gottes ist. Liest diese Bibelvers mehrmals und denkt darüber nach, was ihr liest. Könnt ihr sehen in Sprüche 2, Vers 1 bis 6. Könnt ihr zu Hause lesen, aufschreiben, zu Hause lesen. Ich gebe euch Hausaufgabe.
und das tut uns ermutigen, in die Tiefe zu gehen vom Wort Gottes, wie ein Schatz, wie man sucht. Und diese Art, wie Gott da spricht, wie ein Schatz, es zeigt, dass man unser ganzes Herz, wenn ich weiß, du bist ein Schatz in meinem Garten, wenn ich nach Hause fahre, deutsche Autobahn, kannst du Gas geben, ich bin schnell zu Hause, ich tue schnell der Loch machen und das Gold raushole, alles raushole, und so ist mit dem Wort Gottes, es ist ein Schatz für uns. Dann, etwas anderes, was ihr tun könnt, ist euch vorzustellen, ihr seid dabei in die Situation. Ihr geht in das Wort rein mit eurer Vorstellungskraft. Ihr seid dabei in dieser Situation. Wow, das gefällt mir. Tada, ich bin mit Mose, Elia und Jesus auf dem Berg. Tada, die Herrlichkeit Gottes kommt. Das muss cool sein. Das muss cool sein. Dann liest mit einem Kugelschreiber und Papier. Damit könnt ihr sofort eure Offenbarung aufschreiben. Sofort, ganz wichtig. Weiter. Wenn es geht, liest mit einer Konkordanz, also wo ihr andere Bibelvers suchen könnt, die dieselbe Bedeutung haben. Oder eine andere Übersetzung. Ich habe Vorteile, ich lese auf Deutsch, Englisch, Französisch und Schwäbisch. Ja. Ich lese in drei Sprachen und ich lese manchmal auf Französisch, wow, hilf mir, manchmal auf Deutsch, wow, und manchmal lese ich auf Englisch und manchmal ich lese mehrere Übersetzungen oder sogar, ich weiß nicht, wie man sagt auf Deutsch, Paraphrase. Also ist nicht die richtige Übersetzung, ist ein bisschen so mehr erklärt und so. Ich habe vor kurzem hat mir jemand der Bibel vorgestellt, die ist total cool. Wenn ihr religiös seid, werdet ihr steinigen, aber ist nicht schlimm, ich renne schnell, okay. Ist die Volksbibel oder Volks? Ah, die ist total cool. Der hat sie vorgelesen, denke ich, boah, ja, es ist total krass und so. Ich sage, oh, da ist aber für Jugendliche und so, ist total. Kennt ihr die Bibel? Ist interessant, da sind manche Sachen, ne? Okay. Bruder, es ist nicht die Lutherbibel von 1912, das ist die einzige wahre Bibel. Ich war mal so in der Gemeinde. Früher war ich Vertreter. Und war in Österreich. Bin in Österreich und ich war Vertreter, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich bin im Geheimdienst. Vom Himmel geschickt. Ich habe mehr Jesus in Anführungszeichen verkauft für meine Produkte. Manchmal habe ich vergessen und war bei jemandem, um meine Produkte zu verkaufen und fange an, von Jesus zu reden und so. Und er ist Christ. Sage, okay, bete für ihn, prophezei über ihn und so. Und dann bringt er, ja, dann mein Pastor möchte ich kennenlernen. Ich sage, okay, vielleicht will mich einladen und so weiter. Sage, okay, komm hin. Geh hin. Und der Pastor sagt mir, ja, welche Bibel lesen Sie? Ich sage, oh, ich lese mehr übersetzt. Die einzige wahre Bibel ist die Luther 1900, was weiß ich alles. Sage, okay, nicht schlecht, ja. Nicht charismatisch und alles mögliche. Also, seht ihr, wie Leute glauben können und aufrichtig sein und trotzdem falsch sein? Aufrichtig falsch. Ich glaube, bei Zeugen Jehova oder bei Muslimen, manche sind aufrichtig. Ja? Aber weil sie keine Offenbarung haben, machen sie Mist. Okay, meditieren. Wir gehen weiter mit dem Thema. Dann ein paar Fragen, wie man sich stellen kann. 7 Fragen, wie man sich stellen kann, wenn man die Bibel liest. Es ist alles, um euch zu helfen, ne? Praktisch. Weil es nutzt nichts, wenn ich über Engel spreche. Die sind da oben oder manchmal kommen sie runter, manchmal sind sie da. Aber das hilft nichts, wenn man nicht weiß, wie man mit Engeln zusammenarbeitet oder etwas umsetzen kann, was man lehrt. Es ist wichtig, dass es praktisch wird. Ich mache viel Unterschied mit dem griechischen Denken und dem jüdischen Denken. Wir sind geprägt durch ein griechisches Denken. Wir glauben, wenn wir wissen, dass wir wissen. Aber für einen Jude, du weißt nur, was du lebst. Was du nicht lebst, weißt du nicht. Und das ist der hebräische Kontext von der Bibel. Was wir nicht leben, kennen wir nicht. Nur was wir kennen, erleben wir. Dann, 7 Frage. Wer, was, wann, wo, warum, wie, und wie kann ich das in mein Leben umsetzen? Das sind die Fragen.
reflektieren auch. Reflektiere das Wort Gottes. Da reflektiere sind unsere Gedanken und unser Herz wie arbeiten. Es ist sich zu konzentrieren auf was unsere Augen gesehen haben. Und es ist auch der Wunsch zu gehorchen, was wir gelegt haben. Alles, was wir tun, ist, einen Augenblick. Alles, was wir tun, wir beeinflussen, was wir denken. Zuerst denken wir und dann tun wir. Okay? Deswegen ist unser Denken so wichtig. Eine Person, und manchmal werden die Leute indoktriniert, weil sie nicht überlegen und nicht selbst überlegen und sie nicht selbst denken. Aber Gott möchte, dass wir nachdenken. Meditieren ist zu sich selbst zu reden. Zum Beispiel, kommt mit mir in Matthäus 9, Vers 20. Wird das projiziert jedes Mal? Okay. Matthäus 9, Vers 20, aber bitte die Luther 1912. Und dann bin ich gleich fertig. Und sie, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte der Zaum seines Gewandes. Könnt ihr weitermachen, bitte? Ah, ihr habt die Schlachter, sehr gut. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Okay, bis hier. Es ist sehr interessant. Ja, ich kann filmen. Okay. Es ist sehr interessant. Die Frau hat einen Blutverlust. Erste, sie darf nicht raus. Sie riskiert sein Leben. Wenn die Leute erfahren, dass sie Blutprobleme hat, 20 cm kürzer, tot. Sie ist eine Frau. In dieser Kultur kann nicht einfach so die Frau raus und so weiter. Zweite Hindernis, sie hat mehr Hindernisse, die da sind. Dann geht sie und rührt Jesus an. Wow. Eine Frau wie ein Mann anrührt, ist schon ein anderes Hindernis. Aber sie rührt ihn nicht einfach an. Sie rührt ihn an mit Glaube. Und von wo kommt dieser Glaube? Dieser Glaube kommt, weil sie sagte in sich selbst, sie meditierte, sie sagte in sich selbst, wenn ich ihn nur anrühre, könnt ihr, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Meditiere. Und dann, Meditation wird Glaube freisetzen. Und Glaube ist immer aktiv. Glaube wird uns bringen, etwas zu tun. Und Jesus spürt, eine Kraft ist von mir gegangen. Wer hat mich anberührt? Und die Leute sagen, seine Jünger sagen, ja, es sind so viele Leute da. Wieso kannst du, viele Leute haben dich angerührt. Wieso kannst du, du sagst, diese Frau hat dich so angerührt. Wieso ist da jemand da? Und die Frau kommt ganz zitternd, weil sie hat Angst, ja, die ganze Hindernis, wo sie sterben könnte. Und Jesus sagt, wow, nach deinem Glaube ist es geschehen. Weil sie hat ihn angerührt mit Glaube. Und dieser Glaube ist gekommen. Glaube kommt vom Wort Gottes. Glaube kommt. Ich sage, Glaube kommt. Glaube kommt nicht vielleicht. Glaube kommt. Es ist sicher, dass Glaube kommt. Wenn wir das Wort Gottes meditieren, kommt Glaube. Und dieser Glaube ist nicht dein Glaube, ist nicht mein Glaube. Es ist der Glaube Gottes. Halleluja. Es ist der Glaube von Gott. Und manche Leute, manchmal wird falsch gelehrt, leider. Du brauchst viel Glaube. Viel Glaube. Ja, die Bibel sagt, wenn du Glaube hast wie ein Berg, kannst du diese Senfkorn in sagen, zu den Senfkorn sprechen. Und wenn du keinen nicht zweifelst in deinem Herz, wird es ins Meer gehen. Es ist interessant, es ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn, wirst du zu diesem Berg sprechen. Hör auf. Berge in der Bibel haben mehrere Bedeutungen. Eine Bedeutung sind Probleme. Hör auf, über deine Probleme zu sprechen. Fang an, zu deinen Problemen zu sprechen. Bring die Wahrheit in deine Realität und die Realität wird sich verändern. Glaub mir, ich lebe über 20 Jahre im Glaube. Keine Gemeinde unterstützt mich, nichts. Gott ist mein Versorger. Ich spreche nicht von etwas, wie ich nicht lebe. Ich sehe das seit über 20 Jahren. Gott ist treu, sein Wort ist die Wahrheit. Was sein Mund ausspricht, wird seine Hand ausführen. Glaub nicht, dass nicht funktioniert. Hör auf. Da werden wir doch gleich drauf kommen und dann machen wir Feierabend. Halleluja. Und dann sagt Jesus,
dreht sich um und sagt, sei mutig, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Und die Frau war gesetzt. Wow, sie sprichte zu sich selbst. Sie sprichte zu sich selbst, da was sie hoffte. Und diese Hoffnung kam vom Wort. Und Hoffnung kommt vom Wort Gottes. Und wir brauchen Hoffnung. Amen. Augen sind die Art, wie wir die Welt um uns sehen. Und unsere Gedanken werde unseren Blick, unsere Perspektive beeinflussen. Zum Beispiel eine, ich mache manchmal Seelsorge, immer weniger, selten, manchmal mache ich noch Seelsorge, aber eher mit Pastor oder mit Leiter. Und dann kann ich mich erinnern, eine ganz hübsche Frau, total Probleme. Ich bin nicht hübsch, dies, zähl, jens, aber war bildhübsche Frau. Aber sie hat sich nicht hübsch gefunden. Warum? Ihre Gedanken. Ihre Perspektive war total falsch. Und sie musste seine Gedanken erneuern mit dem Wort Gottes. Ich bin eine wunderbare Schöpfung. Gott hat mich gemacht. Die alten Gedanken ablegen und neue Gedanken in sich nehmen. Der Spiegel zeigt ihr eine schöne Frau. Ihr Mann hat ihr bestimmt oft gesagt, du bist eine schöne Frau und so weiter. Aber weil sie am Anfang von die ersten 60 Jahre von unserem Leben sind prägend. Vielleicht hat sein Vater einmal gesagt, du bist nicht hübsch. Autoritätspersonen sind ganz wichtig, was wir unsere Kinder sagen. Eltern ist ganz wichtig, weil die Kinder und wir sind unser Herz. Und der Herz von den Kindern sind offen. Ist wie ein Garten. Was man reinpflanzt, wird man auch ernten. Und wir pflanzen Worte. Was pflanzen wir in diese Herzen von den Kindern? Das ist ganz wichtig. Und jetzt werde ich zu Ende komme und wir werden ganz kurz sehen, was wir nicht machen soll, wenn man meditiert. Erstens, keine Sünde habe, wie wir nicht bekannt haben. Was wir tun sollen, alle Sünde bekennen vor Gott sofort das Tag. Was wir nicht tun sollen, das sehe ich auch manchmal, die Frau soll nicht lehren in der Bibel. Dann schaue ich suche alle Bibelvers, wie das bestätigen und das bekräftigen. Das sollen wir nicht machen. Sondern, was sollen wir machen? Ein belehrbares Herz haben. Wenn ich die Bibel lese, sage Gott, ich weiß überhaupt nichts, lehre du mich. Okay? Und dann fängt das Gott zu uns zu lehren. Weil wenn wir wissen, wir werden finden, was wir finden wollen in der Bibel. Oh oh, wir werden finden, ne? Was wir wollen. Ich habe ein Video gesehen, das ist auf Französisch, von Afrikaner. Der Platz, der Pastor sagt, der Platz von der Frau ist in der Küche. Und alle Männer stehen auf, ja, Amen, Amen, Amen. Und sogar die Frauen klatschen und so, denke ich, oh, es sind Branamisten, ja, wie das lehren. Und das Video geht überall rum. Es ist total, danke, es ist total lustig. Nur eine, danke, danke schön. Der Platz von der Frau ist in der Küche. Branamisten, interessant. Branham war ein starker Prophet. Wirklich ein starker Prophet. Und ist alles gut gegangen, so lange wie er mit einem Lehrer war. Zusammen, ein Lehrer. Und dann habe ich sich getrennt mit einem Lehrer und dann ist er gekommen in falsche Lehre. Seht ihr? Der Geist, der Prophet, der Lehrer, das Wort. Und wir brauchen beide. Wir brauchen Schiene, wie der Zug. Ich bin auf zwei Beine und dann habe ich Gleichgewicht. Wenn ich nur auf einem Bein bin, ist es schwierig. Wenn ich nur Heilige Geist und kein Wort habe, vielleicht was wir glauben, dass der Heilige Geist sagt, nicht im Einklang ist mit dem Wort, aber das Wort Gottes ist die höchste Autorität. Es gibt keine Prophetie, wie über sein kann über das Wort Gottes oder gegen oder etwas anderes sagt wie das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die höchste Autorität. Amen. Okay, gehen wir weiter. Also eine Vorstellung habe. Dann, was wir nicht tun sollen, wenn wir die Bibel lesen, unabhängig zu sein. Was wir tun sollen, abhängig zu sein vom Heiligen Geist. Was wir nicht tun sollen, schnell lesen. Was wir tun sollen, meditieren und reflektieren. Was wir nicht tun sollen, nur unseren Verstand benutzen. Was wir tun sollen, unseren Verstand benutzen, wie gesalbt ist. Das ist ein Unterschied. Und die Bilder, wie kommen, oder wenn der Heilige Geist zu uns spricht. Manchmal hat man Bilder. Gott spricht in Bilder. Gott, also ich bin ein Seher. Ja, ich sehe viel. Ich sehe. Gestern habt ihr gesehen, ja, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe. Wenn ich prophezei über Leute. Oft ich sehe.
Ja, ich höre auch, aber ich bin mehr ein Seher. Ich sehe in der geistigen Welt, ich sehe in der Herz von den Leuten, ich sehe Sachen. Nicht immer, beruhigt euch. Nur wenn man Gott zeigt. Das ist einfach eine Gabe. Und dann, ein anderer Punkt, sich verherrlichen mit der Offenbarung, wie wir kommen. Aber Gott die Ehre gebe für die Offenbarung, wie er uns gibt. Und es ist wichtig, dass wir uns vorbereiten, wenn wir die Bibel lesen, Offenbarung zu bekommen. Gott will zu uns sprechen. Alles, was wir tun, alles, was wir machen, sollte das Ziel haben, eine Beziehung zu haben mit ihm. Amen. Gestern Abend habe ich gesagt, der höchste Wert im Himmel ist Beziehung. Okay. Werde jetzt aufhören, ich habe Hunger. Nein. Okay, ich merke, ihr habt Hunger. Ha, wenn der Wirkung kommt, ha? Könnt ihr nicht planen, 12.30 Uhr, der Hähnchen im Backofen. Ha? Dann nimmt Gott die Kontrolle. Ich mag Lateinamerika. Alabanza. Adoration. Mi corazón. Ich liebe das. 2-3 Stunden Lobpreis. 2-3 Stunden boah, volle Kanne. Es kommt auch in Deutschland. Es kommt. Ja, die Leute schauen schon 11:45. Pastor. Einmal war eine Gemeinde in Belgien. Ich habe nicht aufgepasst auf die Zeit. Ich habe 2,5 Stunden gepredigt. 2,5 Stunden. Der Pastor hat mich nicht gestoppt. Ich habe es gar nicht gemerkt. Aber die Leute sind geblieben und die Leute waren aufmerksam. Es war einfach Salbung. Es war eine Zeit, wie Gott so gemacht hat. Okay. Hat jemand vielleicht eine Frage oder so? Kann man das so? Hat jemand eine Frage? Hat es euch geholfen, dieses Thema meditieren? Ich habe einen Freund, einen messianischen Jude. Ist einer von meinen besten Freunden. Der Mann hat viel Weisheit. Aber er hat eine Eigenschaft. Ich habe ihn eingeladen auf meine Bibelschule. Auf 2 Buchstaben hat er den ganzen Tag gelehrt. 2 Buchstaben. Einen ganzen Tag gelehrt über 2 Buchstaben. Und wenn er lehrt, boah, ich mag das. Er vermittelt seine Liebe zum Wort. Du spürst die Liebe, wie der Mann hat zum Wort Gottes. Die Juden haben eine Liebe zum Wort Gottes. Also messianische Jude. Also im Geist. Und boah, ist total stark. Und das möchte ich euch mitteilen, dass ihr diese Liebe habt zum Wort Gottes. Weil die Liebe zum Wort ist die Liebe zu Jesus. Jesus ist das Wort. Und das Wort ist so stark. Das Wort ist ein Licht. Auf meine Fußleuchte. Ich weiß, wo ich hingehe. Das Wort ist ein Hammer. Es zerstört Festungen in uns. Das Wort wascht uns. Ihr seid jetzt in einer Waschanlage. Ihr seid in einer Waschanlage. Ich habe euch gewaschen heute. Mit dem Wort Gottes habe ich euch gewaschen. Okay, ich bin nicht schmutzig gekommen. Ja, aber das Wort Gottes wascht uns. Amen. Das Wort Gottes hat so, ist Feuer, es verbrennt, es verzehrt. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, ist mein Wort nicht wie ein Hammer. Das Wort Gottes ist so stark. Und deswegen kann ich euch nur ermutigen. Es ist nicht für mich, ich habe mir jetzt meinen Teil getan, jetzt ist euer Teil zu tun. Ich sage, ja, es war eine gute Predigt, das hilft dir nicht, mich nichts und erreicht Gottes nicht. Und interessiert niemanden. Was hat dir Gott heute gesagt? Wenn ich Jünger mache, ganz kurz, ich werde damit enden. Wenn ich Jünger mache, ich mache immer 3 Sachen bei Jüngerschaft. Und wir sind berufen, Jünger zu sein und Jünger zu machen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ist ein ganz wichtiger. Ich glaube, das ist der Hauptmangel von der Gemeinde weltweit. Jüngerschaft. Ich glaube wirklich. Ein Jünger, er tut dieselbe Werke wie Jesus. Jeder soll prophezeien, jeder soll Dämonen austreiben, jeder soll die Kranke heilen. Nicht jeder. Stimmt nicht ganz. Weil Jesus sagt, diese Zeichen werden folgen, nicht die Christen, die wir glauben. Das ist ein Unterschied. Und der erste, Dämonen austreiben, neue Sprachen reden,
Gift trinken, tote Auferweckung und alles Mögliche. Und das ist ganz normal und das ist Jüngerschaft. Und deswegen stelle ich immer drei Fragen, wenn ich die Jünger trainiere. Erstens, was hat dir Gott gesagt heute? Nicht die ganze Predigt. Vielleicht ist ein Teil ganz speziell für dich angesprochen hat. Was hat dir Gott gesagt heute? Zweiter Teil. Was machst du damit? Dritter Teil. Hast du jemanden, wo du bejüngerst oder wie dich bejüngert, wo du austauschen kannst? Was meine ich damit? Zum Beispiel, ich bin jetzt mit meinem Freund und wir haben Predigt gehört und dann sagt, ah, was hast du empfunden bei der Predigt? Puh, wenn er gesprochen hat mit der Familie und so, hat mich schon Gott angesprochen, ich muss mehr Zeit nehmen mit meiner Frau. Und ich sage ihm das. Sagt er, das ist gut. Wann fängst du an? Sag ich, Montagabend. Um wie viel Uhr? 20 Uhr werde ich eine Stunde jede Woche jetzt speziell mit meiner Frau verbringen und austauschen und reden. Ich muss mehr Zeit mit ihm und mehr kommunizieren. Das werde ich machen. Okay. Woche drauf, Mittwoch, wie jede Mittwoch treffen wir uns. Und dann kommt er. Thierry, Montagabend, wie war's mit deiner Frau? Oh, ich hab's total vergessen. Seht ihr? Das ist Jüngerschaft. Gott spricht, wir hören, wir setzen es um und wir haben jemanden, wo man Rechenschaft abgibt. Und dann wächst man als Jünger. Das war's. Hat jemand eine Frage? Alle wollen nach Hause gehen. Hat jemand eine Frage? Ah, ja. Wie machst du das persönlich? Tust du systematisch die Bibel auch lesen und dann auch kurze Sachen durchkauen, oder? Es ist wichtig, dass jeder findet für sich selbst, wie er mit Gott wandelt. Ich habe meine Art zu wandeln und ist eine andere Art wie du. Deswegen ist es wichtig, dass jeder selber findet für sich selbst. Ja, weil sonst kann man ganz schnell ein Jahr auf jemanden legen. Zum Beispiel, ich habe Zeit gehabt, wo ich 6 Stunden am Tag gebetet hat. 6 Stunden. Und ich bin in Gebet gegangen, bin rausgegangen aus dem Gebet, denke, ich dachte, ich habe 5 Minuten gebetet. Es war eine Zeit der Gnade da, dass ich das tun kann. Aber ich kann nicht jeder ein Gesetz machen, ihr müsst, wenn ihr geistig sein wollt, 6 Stunden beten. Okay? Oder manchmal, soll ich das sagen? Manchmal, ich lese die Bibel nicht eine ganze Woche. Oh, das ist aber schlimm, Bruder. Aber ich meditiere darüber. Oder ich lese ein Buch. Oder ich nehme viel Zeit im Gebet. Ich bete, ich spreche mit Gott. Und jeder soll herausfinden, was seine Art ist mit Gott. Zum Beispiel, manchmal studiere ich Themen, ja, und dann studiere die ganzen Themen. Das ist jetzt das Thema, wo ich studiere. Oder ich sage manchmal, Gott, sprich zu mir. Was möchtest du, dass ich lese? Und dann sagt er mir, ja, lies diese Psalm oder dies oder Sprüche oder was weiß ich. Und genau, was ich lese, spricht mir an. Aber es war auch eine Zeit, wo ich ganz diszipliniert war. Jeden Tag habe ich ein Kapitel von den Sprüchen gelesen. Weil Weisheit ist was Wichtiges. Und in die Sprüche ist viel Weisheit, praktische Weisheit für den Alltag. Und deswegen habe ich jedes Mal ein Kapitel gelesen, 31 Sprüche, 31 Tage. Jeden Tag. Aber man kann kein Gesetz draus machen, weil schon schlägt man wieder ein Joch auf die Leute. Jeder hat eine andere Beziehung mit Gott. Du hast eine andere Beziehung mit deiner Frau wie ich mit meiner Frau. Und Gott sei Dank. Und ich habe eine andere Beziehung mit Gott wie du, weil Gott hat dich anders geschaffen wie ich. Wenn du ein Lehrer bist, du wirst mehr ins Wort gehen. Wenn du prophetisch bist, du bist auch ein Mann des Wortes, wie Jeremia gesagt hat, ich habe deine Worte verzehrt und so weiter. Aber ist auch mehr ein Mann des Gebetes und mehr ein Mann, er handelt anders. Ein Prophet ist anders wie Apostel und jeder Prophet ist nicht gleich. Es gibt mehrere Propheten und jeder Prophet ist anders, weil Gott hat keine Fotokopie im Himmel. Er hat dich geschaffen als Unikat.
stirb nicht als Fotokopie, weil im besten Fall bist du der Zweite. Aber Gott möchte, dass du der Erste bist. Du bist ein Unikat. Hat jemand noch eine Frage? Ja. Wie lebt man in Leidenschaft? Wie lebt man in Leidenschaft? Ganz einfach. Jeder ist berufen, ein Leiter zu sein. Leiter hat mit Einfluss zu tun. Jeder. Aber du kannst nur die schwierigste Person zu leiten, bist du selbst. Lerne dich selber zu leiten, dann wirst du mehr und mehr wachsen und fähig sein, Leiter zu sein für andere. Aber Leiter, Paulus hat gesagt, ich gehe nicht weiter als mein Metro, also der Bereich, wo man Gott Autorität gegeben hat. Und man muss wissen, jeder von uns ist ein Leiter, Familie, Arbeit, Kinder, was weiß ich was. Und dann zu wissen, wo Gott möchte, dass wir leiten. Habe ich die Frage geantwortet? Danke. Hat jemand anders noch eine Frage? Ja? Was du gesagt hast, stimmt, man stimmt mit dir überein. Aber wie schaffst du das wirklich, so eine enge Beziehung zum Heiligen Geist herzustellen und zu dem Herrn zu bitten? Ich habe ihn schon so oft gesagt, Heiliger Geist, hilf mir, und empfinde, sage ich mal, dass da nichts ankommen würde, was nicht so ist. Aber wie kann ich das überwinden, diese Lüge, dass da nichts ist, zum Beispiel? Gott, wie immer, ich brauche dich. Jeder Fall ist anders. Und dann, ich empfehle dir selber zu fragen, Gott, was sind die Hindernisse? Habe ich Festungen? Glaube ich Lüge? Was ist wirklich da? Und manchmal haben Leute eine Vorstellung, wenn der Heilige Geist kommt, oh, ich werde zittern, ich werde spüren, dass er da ist, und er wird so und so sprechen, ich bin der Herr, wie spricht zu dir, mein Sohn. Nein. Komm, einfache Gedanken und okay, da ist über die Stimme Gottes. Es kann viele Ursachen haben, falsche Vorstellungen, wie Gott spricht und so weiter. Das deswegen ist spezifisch. Hat jemand noch eine Frage? Die letzte Frage? Sehr gut. Freut mich. Ihr wisst alles. Sehr gut. Okay. Halleluja. Okay, danke, Vater. Ja, ich danke dir, Vater, für jeder Einzelne, wie hier ist. Ich danke dir, Vater, für dein Wort. Ich danke dir, Vater, für das gute Werk, wie du in jeder Einzelne von uns angefangen hast, dass du es zur Vollendung bringst. Und ich danke dir, dass du willst, dass wir Erfolg haben. Und ich bete Gott, dass du einen Hunger gibst und einen Durst und Offenbarung gibst, dass der Geist der Offenbarung uns begleitet, damit wir dein Wort verstehen, um dich besser zu kennen. Weil unser Ziel ist, dich zu kennen. Ist nicht sagen, über dich zu kennen, aber dich zu kennen von Herz zu Herz, eine Beziehung zu haben. Und ich bete, Vater, dass du uns mehr und mehr ziehst in diese Intimität, so wie in der Hohelied, dass wir intim sind mit dir, weil das ist, was du willst, und dass wir die Endzeitgemeinde sein. Eine starke Gemeinde, weil sie Intimität hat mit dir. Und ich bete, dass du unser Herzen berührst. Ich bete, dass du uns verfolgst, dass du uns keine Ruhe lässt, bis dass wir wie ein Kind an der Brust von der Mutter sind, gesättigt von dir. Damit wir nicht woanders suchen, eine Sättigung für unser Herzen. Aber dass wir so gesättigt sind von dir, dass Flüsse von uns fließen, damit wir so voll sind, dass es überfließt für andere, damit wir ein Segen sein können für andere Menschen. Und wir geben dir alle Ehre, Vater, für was du getan hast dieses Wochenende und was du noch weiter tust. Danke, Vater. Danke, Heiligen Geist. Danke, Heiligen Geist. Danke, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart. Halleluja. Danke für deine Gegenwart. Danke, Vater. Halleluja. Ich bete, dass deine Gegenwart zunimmt.
dass Offenbarung kommt? Hat jemand ein Problem hier auf diese Seiten? Hat jemand ein Problem hier auf den Seiten? Hier? Sind Sie das? Okay. Können Sie kommen? Wenn jedes Mal der Krankenruf und vielleicht der Leitung kann für die Leute beten? Halleluja. Danke, Vater. Ist eine Person, auch du hast Problem, weil du hast ein Bein zu kurz. Ein Bein ist zu kurz. Du hast Problem in der Rücken. Du hast Problem in der Rücken. Wer ist diese Person? Eine Person hat Problem in dem Rücken. Okay, geht auch nach vorne. Die Leute werden für euch beten. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für Heilungssalbung. Halleluja. Halleluja, danke, Vater. Danke, Heiligen Geist. Gerade schau, was Gott noch machen möchte. Ja. Wertvoll und kostbar. Wertvoll und kostbar. Nicht immer geachtet bei den Menschen, aber geliebt und gewollt von Gott. Und ich sehe, wie die Hand Gottes so offen ist. Und du bist in dieser Hand. Und du bist ein Diamant. Und Gott schaut. Wow. Er ist so froh. Und so stolz auf seine Tochter. So froh. Und so stolz auf seine Tochter. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiligen Geist. Danke, Heiligen Geist. Danke, Heiligen Geist. Halleluja. Gott will ihr Herz heilen. Ja, gehen Sie. Gott bringt Heilung in ihr Herz. Weil da sitzt manchmal frei und dann weiter reden. Danke, Vater. Halleluja, danke, Vater. Du bist ein guter Gott. Du bist ein guter Gott, du bist unser Gott. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus für Heilung. Danke Jesus für Herstellung. Danke Vater. Danke Vater. Danke Heiligen Geist. Ist eine Person, mindestens eine Person ist da. Und und ich kenne den Gott, der gerade genug ist in euren Finanzen. Aber Gott möchte, dass ihr ihn kennenlernt als der Gott des mehr als genug. Ich glaube, es ist eine Person da und du stellst die Frage, ob das hier deine Gemeinde ist. Und ich sage euch, wie ich das gesehen habe und warum, dass ich das sage. Ich habe so einen Baum gesehen und ich habe gesehen, wie der Baum wächst und gedeiht. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, was ist das? Und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass mir Gott sagt, das ist eine Person, sie ist hier, sie wächst und gedeiht, aber sie stellt sich die Frage, ob das ihr Platz ist. Und das ist dein Platz hier. Oder ist eine Familie oder eine Person, aber das ist dein Platz hier. Es ist dein Platz. Ist Person, die sich wirklich Frage stellt, bin ich am richtigen Platz? Weil es ist wichtig, am richtigen Platz zu sein. Okay. Hat es euch angesprochen, diese Worte? Sie auch? Hat es euch angesprochen? Okay, Sie? Ja? Okay. Vater, ich danke dir. Du sagst, wir sollen um Weisheit beten und ich bete für diese Männer und diese Frauen auch, weil es ganze Familie. Ich bete für diese Leute, Vater. Halleluja. Dass du wie Salomo Weisheit gibst. Nicht nur Finanzen zu schaffen, aber auch richtig zu verwalten für dein Reich. Weil es wird eine Zeit kommen, wo viele Schwierigkeiten kommen werden. Und ich wird wie Josef sein.
Deswegen, ihr seid manchmal durch viele Schwierigkeiten gegangen. Und ich stellte euch die Frage, ja, warum bin ich da durchgegangen durch diese ganze Schwierigkeiten? Weil Gott wollte euch formen, um zu regieren mit ihm. Gott wollte euch formen, dass ihr richtig die Finanzen verwaltet. Nicht mit eigenem Zweck, aber für das Reich Gottes. Amen. Und ich segne euch damit in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank noch an die Gemeinde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich war ein bisschen lang heute Morgen, weil ich bin auch müde. Ich bin nicht so geflossen wie sonst. Es war manchmal tak, 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 tak. Auf jeden Fall vielen Dank. Wenn ihr noch Interesse habt, nachher könnt ihr Bücher, alles haben. Danke für euren Empfang. Ich habe mich echt zu Hause gefühlt. We are family. Dankeschön an alle.